Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Grüezi miteinander und willkommen zum Börsenmagazin Akrevis Invest. Wir reden heute unter anderem über das FED-Präsidium in den USA. Wir machen das zusammen mit Marco Zeloni. Herr Zeloni, nächste Woche steht die Wahl vom Präsidium vom FED, vom amerikanischen FED an. Wer steht da zur Auswahl? Zur Wahl stehen zwei Kandidaten. Der amtierende FED-Präsident Jerome Powell, der seine Amtszeit um 4 Jahre verlängern will, und Lyle Brainard. Mit Lyle Brainard ist nach Janet Yellen wieder eine Frau, die zur Wahl steht. Wie unterscheiden sich die Kandidaten? Ja, der Jerome Powell wird an seiner Strategie festhalten. Und das Tapering, das heisst das Zurückfahren von der expansiven Geldpolitik, im gleichen Tempo weiterführen. Lyle Brainard hingegen wird das Tapering weniger schnell durchführen. Auf ihrer Agenda steht unter anderem auch die verstärkte Regulierung der Banken. Warum ist die Wahl von Bedeutung für die Finanzwelt? Ja, aufgrund der abweichenden Strategie, die Lyle Brainard fahren wird, wird vermutet, dass die aktuellen Inflationsängste sich noch verstärken könnten. Das wäre für die jetzt sehr hohen Börsenstände nicht optimal, denn das würde einen Dämpfer bedeuten. Welche Sorgen sind in Europa präsent? Wegen der steigenden Corona-Fallzahlen und der damit verbundenen oder angedrohten Massnahmen von verschiedenen europäischen Ländern wird befürchtet, dass der Konsum in Europa nachlassen könnte. Was mit Hinsicht auf das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft schlecht ist für die europäische Wirtschaft. Kommen wir zu etwas Erfreulicherem. Was hat sich im Schweizer Aktienmarkt getan? Der SMI hat die Woche auf dem Höchststand von über 12.600 Punkten einen Allzeitrekord erreicht. Rausgestochen hat dabei der Titel vom Unternehmen Richemont. Nach starken Umsätzen und Profitabilität wie auf Vorkrisenniveau hat die Aktie von Richemont ein regelrechtes Kursführwerk gestartet. Marco Zeloni, besten Dank mit dem Update aus der Börse. Und Ihnen zuhause wünsche ich ein schönes Wochenende. Erholen Sie sich gut, bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Akrevis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akrevis Bank.